Das Duell der wahren Big City Clubs, ist man geneigt zu sagen. Das sind sicherlich Liverpool und Man City und noch nicht ganz Hertha BSC. Aber wenigstens ist da ordentlich Alarm unterm Dach. Denn Lars Windhorst, der Mann, der eingestiegen ist mit 375 Millionen Euro, hat in dieser Woche auf die Frage der Kollegen von Kapital, ob das denn ein Fehler gewesen ist, gesagt, ja, wir blenden hier das Zitat nochmal ein. Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht, ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha, abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, nur Nachteile gebracht. Aber ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Das kam jetzt diese Woche aus dem Nichts, Herr Reif. Was könnte Herrn Windhorst bewogen haben, jetzt die Öffentlichkeit wissen zu lassen, das war ein Fehler, aber ich lasse mir mein Geld nicht verbrennen? Naja, das ist 375 Millionen. Da kann die Tabelle lesen, meinst du? Ja, und sich dann eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht und sich dann fragt, ob denn da alles so richtig super gelaufen ist. Und auf die Tabelle kann auch er lesen. Ja, ob das der richtige Zeitpunkt ist, das müssen Sie bei Hertha untereinander klären. Was er da meint, es sind viel zu viele Selbstdarsteller und Leute, die klüngeln und Machterhalt geht's. Großer Gott, wenn das wirklich so ist, wenn das seine Wahrnehmung ist, dann, das ist ja ein Wirtschaftsmann und der weiß, wenn man sich äußert über Dinge öffentlich, dass das Widerhall hat. Das ist nicht Stammtisch, so kurz drüber rattern und uns dann unterhalten darüber, ob in der Abwehr, ob man da mit drei oder vier Rakete spielen muss, sondern das hat schon Wucht, sowas. Da fragen Sie mich zu viel. Fragen Sie ihn, wenn das alles so ist, wie er es darstellt, na dann herzlichen Glückwunsch. Hertha hat versucht, nüchtern zu reagieren bei sicherlich aller Wut, die da empfunden wird, und gesagt, na ja, er war ja über seinen Beiratssitz, über alle Entscheidungen hier informiert. Wir verstehen die Aufregung nicht so richtig. Ist das doch wieder dann ein Beispiel dafür, dass Investoren und Bundesliga-Vereine in der Regel, zumindest im deutschen Fußball, auch 1860 hat er Erfahrung gemacht. Ich glaube, ihr geliebter erster FC Kaiserslautern ist auch so strukturell, ja, durchaus da auch nicht wohl gelitten. Dass das bei uns irgendwie nicht so funktioniert, weil eben doch nicht klar ist, wer ist jetzt Koch, wer ist Kellner. Der eine gibt Geld, aber er darf nicht die Macht übernehmen. Dann ist er sauer, was mit dem Geld passiert. Die anderen sind froh, dass sie Geld haben. Sind aber immer sauer, wenn der dann auch noch mitreden will. Es wirkt so ein bisschen, als wiederholt sich da Investorengeschichte in Deutschland. Ja, willkommen im Club. Die Frage ist, wenn er das Sagen gehabt hätte, wäre es dann besser gegangen mit der Hertha? Weiß ich nicht. Es wäre genug sportliches Know-how gewesen und die Leute, die er da reingebracht hat, weiß ich nicht, irgendwie sind die alle nicht mehr so richtig da. Klinsmann war mal da, Jens Lehmann war mal da. Das meine ich, ja. Ja, aber Sie haben schon recht, das ist schon eine strukturelle Geschichte, diese 50-plus-1-Regelung. Ja, Investoren, bitte, ja, auf die Art könnte es gehen, aber zu melden dürfen die nichts haben. Ja, das ist die alte romantische Geschichte, aber so funktioniert Wirtschaft nicht. Wenn jemand 375 Millionen reintut, dann will der das Sagen haben. Oder aber man muss ihm von vornherein ihm sagen, pass auf, don't, nicht, spende das Geld oder mach sonst was. Aber Fußball lässt sich nicht berechnen weil die Prozesse anders ablaufen und dieses verdammte runde Ding geht mal rein in das Eckige und mal nicht. Und dann, was will Windhorst jetzt tun? Er hat das Geld ja gegeben, 375 Millionen. Hertha darf darüber verfügen. Man muss auch sagen, die sind jetzt nicht am ersten Tag losgelaufen und haben 20 Spieler eingekauft, sondern teilweise Schulden getilgt, teilweise in Immobilien investiert. Auch mehr für Spieler ausgegeben als eingenommen, muss man sagen, mit wenig Erfolg an der Stelle. Aber was will Windhorst tun? Er ist ja darauf angewiesen, dass entweder jemand kommt und sagt, hey, ich kaufe dir deine Anteile für 500 Millionen ab. Den würde ich gerne sehen, der das derzeit tut. Oder er ist darauf angewiesen, dass Erfolg Einzug hält. Aber er ist nicht im Driver's Seat, wie Manager gerne sagen. So ist es. Aber solche Manager wie er, die Firmen gründen und Firmen verkaufen, Firmen tun, die sind im Driver's Seat. Das ist die Idee. Aber im Fußball oder im deutschen Fußball funktioniert das nicht. Das ist, mag gut sein oder nicht gut sein, darum geht es hier nicht. Nur das funktioniert, Herr Windhorst, ich frage Sie halt, gucken Sie sich die Tabelle an. Ich frage mich wirklich, was er tun kann und wird. Wenn er es bisher noch nicht getan hat, dass er irgendjemanden seines Vertrauens im Club hat, der dann da auch Entscheidungen mitträgt. Und das müsste Freddy Bobic sein, ehrlich gesagt, für den sportlichen Erfolg. Wenn das aber
wenn er sich so äußert über diesen Club, dann meint er ja auch die handelnden Personen. Aber die Tabelle, wie gesagt, die ist die normativste Kraft.